Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde bzw. der vorletzten Runde hier bei der Forscherliga bei Hearthstone. Wir kämpfen jetzt gegen Rafam und ich habe uns dafür ein schönes kleines Deck zusammengebastelt. Ist das etwa das Deck, das ihr gegen mich einsetzen wollt? Ja, das ist das Deck. Ihr seid auf der linken Seite. Es ist das schlechteste Deck ever, ever, ever. Wie ihr wisst, wird jetzt gleich Rafam losgehen und wird sich unser Deck halt eben schnappen, so wie im normalen Modus. Nur, dass er halt noch ein bisschen gemeiner ist. Und deswegen habe ich wirklich nur eklige Sachen oder nur Sachen, die nichts Richtiges bringen, reingesetzt, damit... Ja. Ja, das müssen wir irgendwie schaffen. Gott sei Dank bekommen wir den seltenen Speer. Denn der ist eigentlich so die wichtigste Karte überhaupt. Mit der werden wir ihn nachher killen. Denn er spielt doch sehr, sehr viele seltene. Und ihr solltet immer gucken, dass wenn möglich diese Karte hier in eurer Starthand drin ist. Ist auch recht häufig. Manchmal kommt es vor, dass sie nicht drin ist. Aber guck so ein bisschen, dass du vielleicht Glück hast, dass er da ist. Ein säurehaltiger Schleim, ein Us, ist natürlich auch perfekt. Und ich würde sagen, ich lasse den mal so weit. Ich kann eh nichts Großartiges dran ändern. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie viel Glück wir haben. Ich spiele auf jeden Fall gleich meinen Speer raus. Und wird einfach mal gucken, was er da damit macht. So, jetzt kommt er und kriegt die verfluchte Klinge. Dadurch wird unsere natürlich stärker. Er könnte jetzt sich 4 Schaden reinnehmen. Schnappt sich noch einen Huhn. Perfekt. Und das ist kacke. Aber ihr seht schon, unsere Waffe macht jetzt schon 4 Schaden. Hat gerade eben mit 1 angefangen. 4 ist natürlich auch gut. So, was spielen wir? Ich werde mich ein bisschen schützen. Ich schaue mal, ob ich vielleicht Glück habe. Und eine Mana-Süchtige bekomme ich. Okay, bringt mir nichts. Deswegen gehe ich hier einmal drauf. Immer gucken, dass die Waffe nicht komplett kaputt geht. Dass sie immer so 1-2 Aufladungen noch hat. Damit ich sie so ein bisschen benutzen kann. Er spielt sich den nächsten Tank hin. Geht gegen unseren Tank. Damit er uns noch ein bisschen hier was reinhauen kann. Dankeschön vielmals. Gut, ich werde den Kartenzieher spielen. Der bringt mir jetzt natürlich in der Runde nichts. Und die Frage ist, also Mitte auf keinen Fall. Entweder ich nehme den Tank rechts oder ich nehme den Naxxramas-Schemen. Dass ich sage, ich mache wirklich so ein, ja, ich denke, das ist am besten, dass ich den so ein bisschen aufbauen lasse. Den kriege ich nicht weg, muss mir leider den einen Schaden reinfahren. Und wir warten bis zur nächsten Runde. Er hat immer noch seine Waffe. Bis zum Ende. Komm, ich würde gerne noch irgendwas hier spielen können. Okay, den 1-4er ist natürlich nicht schlimm. Also ihr seht, die machen alle sehr, sehr wenig Schaden, damit wir einfach sehr, sehr schön alt. Fluch werde ich auf keinen Fall spielen. Deswegen, was könnten wir nehmen? Entweder ich mache Shield ab oder ich spiele ihn. Das ist eine schwierige Frage. Und ich glaube, ich spiele Naxxramas-Schemen. Dann, nee, oder die Manas, ja, Manasüchtige und die beiden hier. Damit ich einfach noch mehr Karten bekomme. Entweder Worgen, Drachenei bringt mir nicht so viel. Deswegen nehme ich den ganz links. Okay. Ich nehme ihn jetzt auf jeden Fall einmal raus. Dann nehme ich die 2 Schaden noch vom Feld. So, und den Rest können wir stehen lassen. Das sind 2 Schaden, die auf uns. Das Huhn kriegen wir eh schnell weg. Wenn es dem so sein soll. Die Mana-Süchtige. Er kriegt Glück und spielt sich den. Den können wir allerdings... Gott sei Dank. Den können wir mit unserem 2-2er. Das ist der nutzloseste überhaupt. Aber tut natürlich unsere Waffe weiter aufbauen. So, ein Irrwisch. Was will ich damit? Also, auf jeden Fall nehmen wir erstmal ihn raus hier. Zack, einmal. Dann
soll ich die Mana-Süchtige oder... Warte mal, was spielen wir denn überhaupt jetzt? Ich spiele den Naxxramas-Schemen. Den können wir ja einfach mal drin liegen, wenn er irgendwas Hohes spielen sollte. Wir haben noch die zwei extra, das heißt, ich mache ein Shield ab und spiele mir den Irbisch noch rein. Nehme noch das Hühnchen raus. So, die sollte er ja eh nicht damit wegbekommen und die Waffe geht direkt ins Gesicht. So, nächste Runde. Was spielt er? Was bekommt er? Kacke. Er bekommt Grommash. Okay, damit fallen wir jetzt natürlich ziemlich stark nach unten. Grommash kriege ich nicht direkt weg. Ich kann ziehen. Soll ich? Ich nehme Zauber. Und ist natürlich nichts mit dabei. Scharmützel wäre natürlich klasse, aber da hat er natürlich riesen Vorteil. Deswegen nehme ich ein Schild, aber ich muss erstmal ein Schild aufbauen. Und bei der Gegenwehr ist es natürlich extremst schwer. Ich könnte ihn jetzt mit der Mana-Süchtigen, könnte ich ihn in Verbindung mit meiner Waffe, könnte ich ihn gleich rausnehmen. Aber ich räume hier erstmal ein bisschen auf. Dann spiele ich noch. Was machen wir denn? Ich baue den auf, Shield aufbauen. Und die Waffe gehe ich auf jeden Fall ins Gesicht. Oder hätte ich jetzt mit der Mana-Süchtigen auf Grommash und die 4 Schaden vom Feld nehmen sollen. Wir schauen mal. Buffing hat er ja Gott sei Dank nicht drin in seinem Deck. Okay, den ersten hätte ich wegbekommen mit meinem Schemen. Aber so ist natürlich eklig. Ein Einfrieren. Okay, das rettet uns die Runde. Okay, was machen wir? Ich würde sagen, die bringt uns gar nichts. Das Einfrieren auf jeden Fall auf Grommash. Okay. Und der Rest werden wir wohl offenbar. Ich mache nochmal mein Shield ab, nehme da damit die Sommerse mit dem Schildschlag. Ja, ich nehme sie mal raus, damit er wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Dann nehmen wir ihn raus. Hier noch jeweils. Und er hat eh keine Waffe. Hat auch nur eine Karte. Aber hat halt die zwei ekligen. Hier noch drei. Macht mir nichts. Ich ziehe 8 Schaden ihm ins Gesicht. Und ja, schauen wir mal, was jetzt kommt. Spielt er irgendwas Schönes? Er geht mit seinem Piraten drauf. Jetzt kommt Murloc. Nochmal Murloc. Und da bekommen wir eine. Und er spielt sich wieder eine Schildattrappe rein. Okay, den 2-3er kriegen wir raus. Unsere Waffe liegt schon bei 11 Schaden. Ich spiele ins Karabeus und guck mal, ob ich eine gute Karte vielleicht bekomme. Den Windzorn rechts. Oder? Der bringt, glaube ich, am meisten. Oder ein Sturm. Diener Angriff oder Sturmangriff. Ja, ich spiele mal auf den drauf. Damit kriege ich ihn weg. Die plus 2 Schaden waren natürlich gut. Dann nehme ich mit. Ich muss den Schaden hier rauskriegen. Nee, das ist auch blöd. Ich nehme die Fackel auf ihn. Und jetzt könnte ich Grommash rausnehmen, damit er mir nicht immer wieder diese 4 Schaden reinhaut. Sollen wir das machen? Ja, ich riskiere es. Ich gehe hier drauf. Noch sind wir drin. Es liegen 5 Schaden drauf. Das heißt, einen muss ich noch rausnehmen. Und ich würde sagen, ich nehme das Orakel, oder? Ja, Orakel fliegt raus. Ich hoffe, dass mein Naxxramas-Schemen überlebt. Aber er wird wahrscheinlich mit seinem Wichtel auf den drauf gehen.
Da könnte ich jetzt schon drauf wetten. Er kann. Ja, er geht natürlich drauf. So, kriegt einen zusätzlichen Imp. Und spielt zwei Mana-Gespenster. Ist natürlich kacke, wenn ich jetzt hier Diener spielen will. Aber bei dem Entomb, ich glaube, den nehme ich, damit ich hier mein Deck wieder ein bisschen absichern kann. Ich nehme den einmal zu mir rüber. Vielleicht kann ich ihn ja gebrauchen. Dann schauen wir einmal hier. Sir Finlay. Was will ich mit Sir Finlay? Okay. Shield up, 6. Er hat 2, 4, 5, 6 da liegen. Das heißt, ein Mana-Gespenst muss ich ihm weg. Jetzt sind es nur noch 4 Schaden. Und ich gehe ihm voll ins Gesicht. Dann sollte das gehen. Okay. Gut, nächste Runde. Die überlebe ich hoffentlich noch. Was bekommt er? Okay, er heilt mich, Gott sei Dank. Aber kacke, jetzt reicht meine... Kann er meine Waffe bitte noch ein bisschen upgraden? Oh, kacke. Noch 13 Schaden. Ich brauche 14 Schaden. Komm, Sir Finlay. Bitte gib mir irgendwas, was Schaden macht. Ein Magierspruch oder irgendwas. Ich brauche einen Schaden. Und ich bekomme welche mit zwei Schaden. Dann nehmen wir Jäger. Hauen. Ja. Spiel noch ein. Jetzt haben wir gewonnen. Ich spiele einmal einen Fußsoldat. Noch so zur Belustigung. Hau den einmal rein. Zack. Dann die 13 Schaden. Schön ins Gesicht. Und wir haben gegen Rafam heroisch gewonnen. Jawohl. Das war cool. Euer Deck ist miserabel. Es wird Zeit, dass ich mein eigenes verwende. Ja, wenn das Deck schlecht ist, das Deck ever heißt, dann geht es, muss das schlecht sein. Ja, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat und was gebracht hat, gib einen Daumen nach oben. Wenn du noch Ideen hast, wie du das Deck verbessern würdest, dann schreib es einfach unten rein in die Kommentare. Ich werde drauf eingehen. Und ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde bei Rafam Unleashed, wo er mit seinem eigenen Deck und dem Stab losgeht. Das wird ein sehr, sehr spannender Kampf, denn wir müssen sehr, sehr strategisch vorgehen. Nichtsdestotrotz, ihr habt jetzt noch ein paar Sekunden Zeit oder du hast jetzt noch ein paar Sekunden, dann geht's gleich weiter mit der nächsten Runde. Bis dann, ciao, ciao und bis gleich. Tschüss!